Herzlich willkommen bei Endlich Selbstversorger. Ja, im Moment ist es richtiges Halloween-Wetter, also es ist total neblig und unheimlich. Über mein Haus gibt es auch Gerüchte, dass es da einen Geist geben soll. Also, wenn euch das interessiert, ich habe dazu auch mal einen Film gemacht, dann drückt doch die. Also, wenn euch das interessiert, dann drückt doch hier auf den Infoknopf, dann könnt ihr euch den Film ansehen. Wer es mag, ich glaube nicht dran. Okay, aber heute will ich euch zeigen, wie ich die rote Beete eingemietet habe. Ich hatte ja wirklich eine große Ernte gehabt mit der rote Beete, 30 Kilo. Ich wollte es eigentlich erst in den Keller mit Sand einmieten, aber der Bottich mit dem Sand, das ist schon ganz schön schwer. Und so wie ich in den Keller, ich habe keine normale Treppe, sondern nur so eine wackelige Leiter, ist es nicht so leicht, das runterzubringen. Und da habe ich mir überlegt, ich mache das eigentlich ins Gewächshaus. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich in dem Film. Und dann habe ich noch hier in der Nähe den Biohof besucht, weil ich da meinen Kohl kaufe, einmal im Jahr. Und da werde ich dann auch Sauerkraut machen. Und da habe ich leider erfahren, dass die zwei, die das betreiben, in Rente gehen. Das ist natürlich sehr schade, weil die haben das wirklich toll gemacht. Und es gibt hier in der Gegend gibt es nicht so viele Biohöfe, wo man wirklich gutes Biogemüse kaufen kann. Also die sind wirklich fast konkurrenzlos. Aber wenn euch das interessiert, ich habe ein bisschen gefilmt. Ich gebe euch auch alle Kontaktdaten. Also die sind auch unter dem Film aufgelistet. Dann bleibt da dran und dann erzähle ich ein bisschen mehr über diesen Hof. Okay, wir sehen uns gleich. Ciao. Es ist das erste Mal, dass ich Gemüse in Sand einmiete. Also hier in der Gemeinde gibt es eigentlich recht viele Stellen im Wald, wo man Sand holen kann. Das Schwierigste ist eher der Transport, weil der Sand ist halt schon ganz schön schwer. Der Sand soll leicht feucht sein. Im Gewächshaus habe ich dann erstmal die alten Paprika rausgeworfen. Dann erstmal die alte Erde rausgeschippt, auf die Seite gelegt. Für die rote Beete habe ich so einen Bottich gekauft. In den Boden habe ich Sand gelegt und die rote Beete obendrauf. Zwischen Palkrage, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, also diese Umrandung aus Holz, habe ich Heu gelegt. Heu ist wirklich eine sehr gute Dämmung.
Unterm Bottich ist ja auch Mist, also den ganzen Gewächshausboden besteht eigentlich aus Mist, der sich langsam kompostiert. Und so haben es die rote Beete im Winter schön warm. Ein paar Karotten, die ich heute geerntet habe, habe ich da auch noch dazu gelegt. Anschließend die leicht feuchte Erde drauf. Wieder oben drüber Heu. Und rundherum in den Palkragen nochmal Erde, also um den Bottich herum schön die Erde verteilen. Dann hatte ich noch so eine Styropordeckel, den habe ich oben drauf, nochmal zur Sicherheit. Mein Gewächshausdach nicht so dicht ist, habe ich dann auch noch mal eine Folie drüber gemacht. Denn es soll auf keinen Fall reinregnen. Merlin und Bingo tun sich ein bisschen schwer mit der Annäherung. Mal zeigt Merlin die Krallen, mal knurrt Bingo. Aber ich hoffe, dass wir dann doch irgendwann mal dicke, dicke Freunde werden. Karotten habe ich nochmal geerntet aus den Beeten, wo eigentlich von der Vogelmiere ziemlich zugewachsen war. Also da kam doch nochmal ein bisschen was raus. Herbstrüben hatte ich nochmal gesät im September, glaube ich, oder Ende August. Die sind noch nicht so groß. Ich weiß nicht, ob das noch was wird. Ein bisschen ist ja was Essbares dran. Viele haben mich gefragt, warum ich denn kein Wintergemüse habe. Also ich habe aber nicht so viel. Also ich bin im Ganzen mit dem Wintergemüse ein bisschen misstrauisch, weil es kann hier wirklich sehr, sehr kalt werden. Also minus 25 Grad und 1 Meter Schnee. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Gemüse schafft. Ich habe auch einmal ein Praktikum gemacht hier in der Gemeinde. Und der Gärtnermeister dort meinte, ja, Rosenkohl sicher kann man anbauen. Aber natürlich ist er auch frostsicher. Aber wahrscheinlich wird er sich nicht so entwickeln, also wird überhaupt nicht fertig werden. Aber viele haben mir ja Tipps gegeben, Büchertipps und Filmtipps. Vielen Dank, Andrea. Also ich habe ja einen ganzen Winter Zeit und ich werde mich da mal durchlesen und durchschauen. Es ist auf jeden Fall interessant und vielleicht gehe ich das als nächstes Projekt nächstes Jahr an.
Das ist der Rosenkohl, der, wo ich da auch meinen Weißkohl kaufe für Sauerkraut. Der sieht natürlich wesentlich besser aus als der Rosenkohl, den die Ziegen vergessen haben. Aber ich muss sagen, die haben auch ein besseres Klima. Obwohl sie nur 20 Kilometer weit weg sind, ist es dort wesentlich bessere Klimazone und wesentlich wärmer dort. Ich bin ja mal gefragt worden, wie viele Deutsche denn in meiner Nähe wohnen. Also ich schätze mal ungefähr 50 Stück. Dunkelziffer ist natürlich höher. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Deutsche hier leben. Das hier ist ein Hof, auch von zwei Deutschen, von Christian und Susanne. Christian ist der Mann, der die zwei Generator repariert hat. Christian und Susanne vermieten eine Fernwohnung und haben auch einen Wohnmobil-Wohnwagenstand. Vor 2 Jahren hatten Christian und Susanne auch Zicklein von mir gekauft. Wenn euch die Fernwohnung oder den Wohnwagen Wohnmobilstand interessiert, unterlege ich nochmal einen Link. Da könnt ihr euch direkt bei Christian und Susanne melden. Hier sind wir auf dem Biobauernhof unterwegs, der demnächst verkauft werden soll. Madeleine und Martin haben das wirklich die ganzen Jahre ganz toll gemacht. Seit 2006 haben sie diesen Hof und machen Hofverkauf und haben eben diese Himbeeren, wo man dann selbst pflücken kann. Der ganze Hof ist 6 Hektar groß und der Acker 4 Hektar und es gibt ein Kaltgewächshaus, das ungefähr 400 Quadratmeter hat. Das Wohnhaus hat 120 Quadratmeter. Sie haben halt wirklich einen gut funktionierenden Kundenkreis, sind wirklich sehr bekannt und hier in der Nähe gibt es halt eben nicht so viele Biohöfe. So, sie sind praktisch wirklich konkurrenzlos. Ja, schade, dass sie in Rente gehen, aber ich kann es auch wirklich verstehen. Also es ist ja wirklich harte Arbeit und ja, sie haben es wirklich verdient, in Rente zu gehen. In der Nähe gibt es auch noch einen Strand. Ich habe leider nicht so viele Bilder vom Hof gemacht, weil ich ganz viel mit Madeleine gesprochen habe, warum und wieso. Aber wie gesagt, ich hinterlege die Kontaktadressen, die haben eine Webseite und am besten, wenn ihr drin interessiert seid, dann setzt euch doch direkt mit ihnen in Kontakt. Die können sicher Englisch und das Ganze soll über einen Makler gehen und der Preis beläuft sich so zwischen 200 und 300.000 Euro. Für die beiden ist es unheimlich wichtig, weil so viel Herzblut in dem Laden und auf dem Hof steckt, dass der, der es übernimmt, auch wirklich das fortführt. Es muss nicht auf gleiche Weise sein, aber es sollte halt eben keine Pferderennbahn dort gemacht werden oder nur noch Pferde, sondern ganz wichtig ist für die, weil sie da so viel Einsatz gemacht haben, sind die Himbeeren, also die Selbstpflück-Himbeeren. Da haben sie ja Jahre Arbeit reingesteckt und dass das fortgeführt wird. Also sie gehen jetzt nächstes Jahr in Rente, aber sollte das jetzt nicht nächstes Jahr verkauft werden, werden sie weiter diese Himbeeren selbst aufrechterhalten. Aber ich hoffe doch sehr, dass jemand den Laden übernimmt, sodass ich dann nächstes Jahr auch Weißkohl kaufen kann für mein Sauerkraut. Ja, ich hätte auch mal ganz kurz überlegt, ob das nicht was für mich wäre. Aber ich denke, ich würde keinen einzigen Weißkohl verkaufen, weil alle meine Ziegen den auffressen wird. So, ich bleib doch lieber hier auf Ladbacken. Ganz herzlich möchte ich mich nochmal für die ganzen Spenden, die diese Woche reingekommen sind, bedanken. Also wirklich, ihr seid super klasse. Nochmal 250 Euro. Also jetzt sind wir so ungefähr bei 1000 Euro. Ich will hier halt, wie gesagt, eine Windkraft- und Solaranlage haben. Wind vor allen Dingen, weil es hier immer so ganz schön viel weht. Ist so ein bisschen bis dahin, aber ich bin auf einem guten Weg und wirklich vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und wenn euch gefallen hat, dann einen Daumen nach oben und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht doch ein Abo.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tannenbaum.